Ein Hoch auf die EM-Rente. Höhere EM-Rente sticht niedrigere Altersrente aus. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich bekomme oftmals die Anfrage auf rentenbescheid24.de. Ich bin EM-Rentner, beziehe eine Dauerrente, meinetwegen seit 2019, und zwar bis zu meiner Regelaltersgrenze. Ich möchte eigentlich in Kürze eine vorgezogene Altersrente nach der EM-Rente beantragen. Ist das notwendig? Es ist eine Einzelfallentscheidung, aber im Allgemeinen würde ich empfehlen, dass Sie davon Abstand nehmen. Das heißt also, dass Sie nicht ohne Not aus der EM-Rente eine Altersrente machen. Denn solange wie die EM-Rente läuft, brauchen Sie sich doch gar keine Sorgen zu machen, denn die deutsche Rentenversicherung oder der Rentenversicherungsträger wird jetzt nicht ohne zwingenden Grund möglicherweise an Ihrer EM-Rente, ich sag's jetzt mal, herumbasteln und die Ihnen wegnehmen wollen. Es gibt sicherlich noch andere Gründe, warum man dann vielleicht in die Altersrente einsteigen möchte. Einer wäre, nächstes Jahr 2023 fallen die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten weg. Das macht dann möglicherweise Sinn, dass man sagt, okay, ich will jetzt wieder arbeiten gehen. Wenn ich diesen Schritt wage oder dann dahin gehe, mir zumindest von der Rentenversicherung, von meiner Rentenversicherung, eine Rentenauskunft einholen über die unverbindliche Höhe einer Altersrente nach meiner Erwerbsminderungsrente. Damit Sie wissen, wie fällt meine Altersrente nach der EM-Rente aus. Im Grundsatz kann man sagen, eine Altersrente kann niemals oder sollte niemals niedriger ausfallen als eine Rente wegen Erwerbsminderung, wenn die Altersrente der EM-Rente unmittelbar folgt. Wenn Sie eine EM-Rente als Dauerrente erhalten, können Sie ganz getrost bis zur Regelaltersgrenze Ihre EM-Rente einfach beziehen. Bitte nicht vergessen, 4 Monate vor Ablauf einen entsprechenden Rentenantrag für die Altersrente stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.